Jack, Schätzchen, du musst dein Netz von den schlechten Fischen weit weghalten. Jetzt lass doch nicht alle gelben Fische durch. Davon wiegt jeder 5 Pfund. Und das ist ganz schön viel, Jack. Hey, die süße Kira-Maus hatte recht. Hier gibt's wirklich Transpads. Glaub mir, diese dunklen Echo-Boxen sind überhaupt nichts Gutes. Ich wette, wenn wir alle von diesen niedlichen Sperrfliegen in einem Level finden, ist bestimmt eine dabei mit einer Energiezelle. Jawohl, ein Schatz. So hart sehen diese Holz- und Metallkisten nun auch nicht aus. Ich wette, mit einem Tauchsprung kriegt man sie auf. Diese Metallkisten sind ja dicker als der Schädel einer Jakau. Aber es muss doch was geben, womit man sie aufkriegt. Nur ein Wort. Energiezellen. Die müssen wir finden und im Moment sind wir darin gar nicht gut. Wir brauchen Orbs. Orbs, Jack! Wie sollen wir denn jemals Energiezellen kaufen, wenn wir keine Orbs sammeln? Was für ein seltsames Ding! Ich wette, wir kriegen das auf, wenn du dich mit diesem blubbernden blauen Eco-Zeugs auflädst. Dem haben wir es gezeigt, was? Jawohl! Noch mehr Orbs! Tu mir den Gefallen und halt dich von diesen dunklen Eco-Kisten fern. Ja! Wahoo! Schnapp dir welche! Schnapp dir welche! Direkt hinter dir, Jack! Haben wir jetzt alle Sperrfliegen in diesem Gebiet gefunden? Hey! Sieht ganz so aus, als befänden sich die Sperrfliegen immer in roten Kisten. Jawohl! Du hast alle Sperrfliegen in diesem Gebiet gefunden. Hey, komm, wir sehen uns mal das Speedboot von dem alten Fischkopf am Dock an. Vielleicht fragen wir mal den Fischer unten am Dschungelfluss, ob wir uns ein Speedboot ausleihen können, um damit rüber zur Nebelinsel zu zischen. Hey, der Eingang zum Feuercanyon ist oben auf der Klippe hinter dem Haus des Farmers. Worauf warten wir noch? Hast du gesehen, was für ein Riesenstück dieser Lurkerhai aus dem Boot des Fischers gebissen hat? Am besten, wir halten viel Abstand zu diesen Viechern. Ich glaube nicht, dass wir es mit so einem Höllentier aufnehmen können. Wir haben genug Orbs für eine Energiezelle zusammengeschnorrt. Komm, wir gehen zurück und tauschen sie endlich ein. Das muss eins von den Precursor-Orakeln sein, von denen der Weise dauernd erzählt. Hoffentlich sind die nicht genauso hässlich wie er. Wir müssen mal ein paar Orbs zu einem Orakel bringen. Die sind genauso wild darauf wie diese gierigen Dorfbewohner. Wow, guck dir bloß mal diese irre Skulptur auf den Felsen da drüben an. Wir sollten diesem Schwätzer von einem Bürgermeister sagen, dass er verdammt tief in unserer Schuld steht, weil wir den Energiestrahl des Dorfes wieder angeschlossen haben. Dieser faule Farmer schuldet uns eine Energiezelle. Mit dem werden wir jetzt mal reden. Komm, wir tauschen ein paar Orbs bei diesem Schwätzer, dem Bürgermeister, ein. Hey, wollte uns dein Onkel nicht eine Energiezelle für ein paar Orbs geben? Hey, Seemöwen! Komm, wir machen uns einen Spaß und jagen sie. Ja! Komm, das machen wir nochmal! Da sind diese Seemöwen schon wieder. Schnappen wir sie uns! Ja! Juhu! Wuhu! Yeah! Yeah! Wow, sie haben eine Lawine ausgelöst. Komm, wir sehen uns das mal an. Hey, dieser Pelikan hat sich gerade eine Energiezelle geschnappt. Komm, wir treten ihm mal ordentlich in den Vogelhintern. Schnell, wir müssen die Energiezelle kriegen, bevor der Pelikan sie wieder erwischt. Tritt das Ei, tritt es, tritt es! Vielleicht sollten wir mal mit der Vogelbeobachterin reden, um zu sehen, ob wir kein Rührei aus dem Flut-Flut-Ei gemacht haben. Hey, versuch mal gegen die Felsen zu boxen, um sie beiseite zu schieben. Komm, wir jagen mit der Kanone alles in die Luft. Ich höre eine Echoöffnung. Ganz nah. Hinter irgendetwas. Ich weiß, dass ich besser höre als du, du fellloses Etwas. Und ich höre ganz sicher eine offene Echoöffnung, die irgendwo da hinten bei diesen Sphinx-Dingern am anderen Ende des Strandes versteckt sein muss. Aruga! Aruga! Tauch nach diesen Eiern, Jack! Tauch! Super, jetzt haben wir hier einen Precursor-Starter, aber deine Energie ist nicht voll aufgeladen mit diesem blauen Zeug, also bringt uns das überhaupt nichts. Komm, wir reden mal mit der Vogelbeobachterin, wenn diese alte Krähe überhaupt noch lebt natürlich. In diesem Gewässer gibt's echt große Lurkerhaie mit unheimlich vielen Zähnen. Diese Turmdingsbumse, die im ganzen Dschungel verteilt sind, müssen den Echostrahl wieder umlenken. Komm, wir basteln mal daran herum. Wenn das blaue Echo eine Brücke bauen kann, dann wette ich, dass es auch eine Tür öffnen kann. Komm, wir gehen zurück und laden dich wieder auf. Hey, da sind kleine Blitzspuren an diesen Pfosten und aus der Echoöffnung da drüben kommen Blitze. Denkst du, was ich denke? Komm, wir klettern auf diese Maschine und zerstören den Spiegel, der den Precursor-Strahl ablenkt. Wir müssen auf die Spitze dieses Turmes.
Vielleicht sollten wir mal den Fischer ausfindig machen. Soviel ich weiß, soll er am unteren Fluss im Dschungel fischen. Wenn du mit deiner Frisur fertig bist, können wir ja mal den Fischer suchen. Ich glaube, er ist irgendwo hier im Dschungel. Falls wir genug Fische für Mr. Mundgeruch hier fangen, lässt er uns sein Boot benutzen, um zurück zur Nebelinsel zu gelangen. Was wir wohl müssen, um genug Energiezellen zu sammeln, damit wir den Feuercanyon durchqueren können. Sind das nicht diese Energiemasten für das Dorf? Wir sollten mal mit diesem dummen Schwätzer, dem Bürgermeister, darüber reden. Ich habe dieses blöde Gefühl, dass wir was Wichtiges in diesem Tempel da hinten vergessen haben. Hey, hier ist wieder dieses blaue Eco-Zeugs. Richte den Strahl aus, indem du den nächsten Turm anpeilst. Zerstöre den Spiegel, Jack. Schnapp dir die Käfer, Jack. Schnapp dir die Käfer. Lass uns zum nächsten Turm gehen und dort auch den Eco-Strahl wieder anschließen. Hey, wir können ja dem Strahl folgen, dann kommen wir automatisch zum nächsten Turm. Wir müssen dich mit diesem blauen Zeug aufladen, um die Tür zu öffnen. Versuch doch mal einen Tauchsprung auf diesen Knopf. Hey, ich sehe die Muse des Bildhauers. Fang diese verrückte Muse. Lass uns die Muse zurück zum Bildhauer bringen. Hier drin gefällt's mir gar nicht. Jetzt halten wir dich aber mal aus dem Zeug raus, okay? Oh, hier läuft's mir kalt den Rücken runter. Und glaub mir, das ist eine ganz neue Erfahrung, wenn man Fell hat. Um der alten Zeiten willen, lass uns nochmal zurück zu diesem dunklen Eco-Becken gehen, in das ich gefallen bin. Lass uns diese Ballonlurker umpflügen und Kleinholz aus ihnen machen. Aus den Lurkern sollen wir Kleinholz machen, Jack. Nicht aus den Minen. Regel Nummer 1. Halt dich immer von den Minen fern. Guck auch hinter dich. Wir wissen doch noch, was das letzte Mal hier drinnen passiert ist. Hey, das ist der Zoomer. Spring auf, Jack. Na los. Mir dreht sich langsam der Magen um auf diesem Ding. Jetzt bring's endlich zurück zum Transpad. Fall ja nicht in den Nebel unter uns. Ich glaube nämlich nicht, dass wir es da noch zurückschaffen. Warum sind wir wieder hierher zurückgekommen? Das ist ein Hinterhalt, Jack. Ein Hinterhalt. Mach einen Tauchsprung auf die Wippe. Hol das rote Eco. Rotes Eco verstärkt deine Angriffe. Wir brauchen blaues Eco, um das hier aufzuladen. Schnell, heb das rote Eco auf, dann kannst du besser kämpfen. Jack, wir müssen ein paar Sprungplattformen benutzen, um nicht auf den heißen Boden zu kommen. Ballons, gut. Glühendes, heißes Magma, schlecht. Flieg über das Precursor-Zeug, um uns abzukühlen. Ah, ich werde sterben. Ich komme, Großvater. Du musst dieses Ding auf die andere Seite bringen, bevor es überhitzt. Mit dem Hüpfdreher kannst du engere Kurven fliegen. Na, vielleicht sollte ich lieber fliegen. Du gibst dir Mühe, dich von diesen dunklen Eco-Kisten fernzuhalten, oder? Mal sehen, ob wir durch diese Lurker an Höhe gewinnen. Zu nah! Zu nah! Wow! Dieses Baby wird viel zu heiß! In ein paar Sekunden sind wir gegrilltes Flutflut! Triff die Ballons, um uns abzukühlen! Da kommt wieder ein Ballon! Hätte ich doch heute bloß verschlafen! Du hast einen Ballon verpasst! Wir brauchen diese Ballons, sonst werden wir gebraten! Dieses Baby wird zu heiß! Riecht's hier etwa angebrannt? Ich glaube, mein Schwanz brennt! Gleich explodiert er! Juhu! Wir haben's geschafft! Hier gibt's auch Schwebefliegen! Hey, das ist die Schwebemaschine, von der Kira erzählt hat. Wir brauchen Energiezellen, um sie zu betreiben. Wir müssen dem Krieger ein paar Orbs geben, damit er diese Brücke repariert. Wir haben 90 Orbs! Jetzt reden wir mal mit der Geologin. Ich wette, der Glücksspieler hat Interesse an ein paar von unseren Orbs. Der Krieger hat gesagt, er würde die Brücke reparieren, wenn du ihm ein paar Orbs gibst. Na los! Mit diesem Riesenmonster da oben werden wir kein leichtes Spiel haben. Wir sollten mal mit dem Glücksspieler reden. Wir sollten mal mit der Geologin reden. Wir sollten mal mit diesem Typ im Fass reden. Wir sollten mal mit diesem Schätzchen am Precursor-Becken reden. Wir haben genug Energiezellen, um die Schwebemaschine zu betreiben. Lass uns jetzt zu Kira gehen. Die Schwebemaschine ist auf der anderen Seite der Pontonbrücke am Sumpf. Wow, wir haben die Rekordzeit geschlagen. Ich hab's dir einmal gesagt und ich sag's dir nochmal. Halt dich von den dunklen Eco-Kisten fern. Komm, wir treiben diese Maulwürfe wieder zurück unter die Erde. Jetzt holen wir uns unsere Energiezellen von der Geologin. Das müssen die infizierten Pflanzen sein, von denen der alte Holzkopf geredet hat.
Wir müssen grünes Echo benutzen, um diese Pflanzen zu heilen. Jack, flieg durch die grüne Echo-Öffnung. Da ist einer von diesen fliegenden Lurkern. Vielleicht hat er eine Energiezelle. Das ist das Maulwurfloch. Lass uns jetzt über die infizierten Pflanzen fliegen. Ein Ring geschafft, aber es warten noch jede Menge auf uns. Beeil dich, da ist der nächste Ring. Schnell, du musst durch alle Ringe fliegen, bevor sie erlöschen. Hey, das Gras bremst uns. Schnell, folge dem Rohr. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Wie es scheint, müssen diese Dinger mit blauem Echo aufgeladen werden. Tritt den kleinen Wicht da oben. Jack, renn! Das dunkle Echo steigt! Ah, das dunkle Echo kommt näher! Ich glaube, wir müssen diese Plattformen einschalten oder sowas. Hey, ich glaube, du kannst einen Tauchsprung auf diese Kerle machen. Ich wette, diese Dinger können wir alle auf einmal aufladen. Was hältst du davon, vielleicht mal ein bisschen vorsichtiger mit diesen heißen Rohren zu sein? Dieses Wasser sieht gefährlich aus, wenn es die Farbe wechselt. Du musst aus dem Wasser raus, bevor es die Farbe wechselt. Bestimmt können wir diese Felsbrocken zerschießen, wenn wir mit gelbem Echo aufgeladen sind. Wir sollten diese großen Felsbrocken zerschießen, an denen das Halteseil festgemacht ist. Vielleicht sollten wir diesem Spinner helfen, sein Viech zu finden. Das Flutflut kann länger gleiten, wenn es in der Luft nochmal springt. Berühre diesen heißen schwarzen Teer nicht, oder du wirst dir wehtun. Hier kannst du sicher durchs Wasser warten. Ah, befrei dich aus der Zunge! Schieß auf die Rattennester, damit nicht immer noch mehr Ratten dort rauskommen. Wow, du kannst Feuerbälle abschießen, wenn du mit gelbem Echo aufgeladen bist. An dieser Stange da drüben kannst du schwingen. Pass auf, diese Brombeerranke hat höllisch viele Dornen. Hey, sieht aus wie eins von den Zeppelin-Halteseilen. Sei vorsichtig, wenn der Frosch aufgeladen ist. Lauf weg, Jack! Pass auf, Jack, das ist ein Hinterhalt! Hey, das muss das Precursor-Artefakt sein, hinter dem die Lurker her sind. Sieht aus wie ein riesiger Roboterarm. Dieser schwarze Teer sieht heiß und gefährlich aus. Schieß mit dem gelben Echo-Zeug auf die Fledermäuse. Vielleicht können wir uns unter den Fledermäusen durchducken. Hast du das gesehen? Nur noch 3 Halteseile. Wow, nur noch 2 Halteseile. Dieser Zeppelin wird kaum noch gehalten. Komm, wir suchen das letzte Halteseil. Hey, hier ist das Flutflut. Ich hasse Ratten. Und dabei sehe ich fast wie eine aus. Wir müssen vor den Lurkern am Ende des Passes sein. Komm ja nicht an diese Sprengladungen. Bleib vor ihnen, dann haben wir es geschafft. Spring auf das blaue Echo, dann zischen wir los wie der Wind. Halt dich von den Bäumen fern, Jack. Sie bremsen uns. Je mehr blaues Echo du triffst, umso schneller sind wir. Pass auf die Sprengladungen auf. Fall nicht in die Löcher. Vielleicht sollte ich lieber fliegen. Da ist einer von den Lurkern. Schnapp sie dir, Jack. Wir haben einen überholt. Ah, einer der Lurker hat uns überholt. Sie haben einen riesen Vorsprung. Ja, wir führen. Schneller, Jack. Schneller. Springen. Springen. Festhalten. Ja. Das wird ein Kopf an Kopf rennen. Sie sind vor uns am Detonator. Geschafft. Wir haben sie davon abgehalten, den Pass zu sprengen. Lass uns mit der Lore fahren. Hey, lass uns mit der Gondel fahren. Komm, wir treffen uns mit Kira am Lavarohr unten an den Schienen der Lore. Wir sollten ein paar von unseren Orbs bei diesen vertrottelten Minenarbeitern eintauschen. Wir könnten ein paar von unseren Orbs am Precursor-Orakel hier in der Gegend eintauschen. Ich glaube, das war der letzte dunkle Echo-Kristall. Vielleicht kannst du besser schießen, wenn du durch deine Schutzbrille zielst. Oh nein, noch mehr dunkles Echo! Ich glaube, wir haben nicht alle dunklen Echo-Kristalle gefunden. Schieß auf die Lurker, die an den Pfosten nagen. Pass auf, dass das Licht nicht ausgeht. Stoß an einen Kristall, dann bekommst du Licht. Hau ab! Dieser Kristall explodiert gleich! Oh je, sie haben einen Precursor-Roboter gefunden. Mach die Eier kaputt, bevor sie schlüpfen. Hier drin ist's richtig unheimlich. Sieht aus, als gingen die Spinnennetze kaputt, wenn man 2-mal dagegen springt. Ich hasse Spinnen. Da kommen Babyspinnen. Ich glaube, wir sind hier in einem Spinnennest. Pass auf, noch mehr Spinnen.
Los, raus hier! Hey, was ist denn mit dem Baumstumpf da drüben? Wie kommen wir in dieses Fort rein? Vielleicht kann Rotes Echo diesen Kerl besiegen. Wir müssen einen Rollsprung machen. Wir müssen unbedingt diese Echo-Öffnung aufbekommen. Das da unten sieht aus wie ein Echo-Schalter. Schnapp ihn dir, wenn seine Stacheln drin sind. Drück auf den Knopf. Schnell, bevor sie wieder runterfallen. Pass auf, dass sie die Edelsteine nicht erwischen. Hey, er hat einen Edelstein. Halte diesen Lurker auf. Gleich geht uns ein Edelstein durch die Lappen. Da sind sie schon. Jawohl, wir haben alle Edelsteine gerettet. Du musst Rotes Echo benutzen. Jawohl, wir haben die versiegelten gelben Echo-Öffnungen aufgemacht. Jawohl, wir haben die versiegelten roten Echo-Öffnungen aufgemacht. Sieh mal, eine eingefrorene Energiezelle. Nur ein Flutflut kann so weit springen. Wir müssen uns beeilen, sonst werden wir geröstet. Such dir einen Pfad aus, irgendeinen. Halt dich entweder von den Minen fern oder schieß auf sie, Jack. Such dir einen Weg durch diese dunklen Echo-Fässer. Weiter so, triff die Kühlballons. Das wird langsam zu heiß hier. Gleich explodiert er. Schnapp dir das blaue Echo, Jack. Schieß dir den Weg frei. Was für ein Flug. Ja, jetzt wirst du gegrillt, Schätzchen. Schieß auf den Energiebereich, um die Tür zu öffnen. Schieß auf den Energiebereich, bevor wir verbrennen. Die Tür ist auf. Weiter jetzt. Wir zoomen. Wir sind durch. Zerstör den Generator, um den Weisen zu befreien. Halt dich am Rand fest. Wir haben Gesellschaft, Jack. Lauter Lurker. Zerstöre diese Generatoren. Drück auf den Knopf. Dieser Roboter macht mir überhaupt keine Angst. Lass uns auf diese Plattformen klettern. Verpasst den nächsten Starter nicht. Vorsicht. Wir müssen alle Weisen retten. Meinst du, Goal wird mich jetzt noch zurückverwandeln? Das ist also Goals und Mayas Zitadelle. Wie gemütlich. Lande auf dem nächsten Starter. Schnapp dir das gelbe Echo. Schieß auf den Roboter, Jack. Schieß auf seinen Arm. Schieß auf seine Waffe. Schieß auf seinen Kopf. Pass auf die Explosion auf. Er lädt auf. Schnapp dir das blaue Echo. Schnapp dir das rote Echo. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Benutze den Starter. Schnell. Jetzt hast du das Viech verärgert. Wir dürfen diese Kerle nicht berühren. Benutze das gelbe Echo. Schieß auf die Kerle. Schnapp dir das Licht-Echo, Jack. Er sieht wütend aus. Spring, um den Explosionen zu entgehen. Jetzt nehmen wir die Sache in die Hand. Gut geschossen, Partner. Das hat gesessen. Los geht's. Ja, du hast es geschafft. Sagt auf Wiedersehen, Goal und Maya. Du hast das letzte Halteseil zerstört. Schlag diese Knochen weg. Wir müssen sie alle kriegen. Das war echt cool. Oh, Jack, du hast 20 Pfund Fisch vorbeigelassen. Oh, nein! Schlag diese Pfosten von unten hoch. Wir warten. Hallo? Drücke die Start-Taste zum Spielen. Willst du aufhören? Das hatte ich auch nicht erwartet. Okay, bis später dann. Mann, wer sind denn bloß diese ganzen Leute? Ich war echt gut, nicht wahr, Mädels? Nicht ins Licht kommen, Jack! Nicht ins Licht kommen! Wo du schon mal da unten bist, massierst du mir die Füße? Keine Sorge, ich werde dich nicht rächen. Das hat wehgetan. Soll ich Verstärkung holen? Sanitäter? Eine Trage? Ein Atemfrisch? Ich werde was echt Bewegendes auf deinem Begräbnis sagen, wie... Wer wird mich jetzt zurückverwandeln? Sag gute Nacht, Jack. Ich war direkt hinter dir, Jack. Ehrlich, glaub mir.